das Dorf aussteigen, bitte. Steigen wir alle aus? Ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall positiv überrascht über die Demokratiewerkstatt diesmal. Man hat sich, finde ich, sehr gut über das, auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Gerade die Idee mit dem Bus war nicht schlecht, einfach mal so für die verschiedensten Gruppen. Ich habe mich so ein bisschen wieder zurückversetzt gefühlt in meine Schulzeit, wo ich selber Bus gefahren bin. Ich kann da einiges mitnehmen und weiß auch, wie es früher gelaufen ist. Und ich denke mal, wir beide haben schon einige Anregungen mitgenommen, gerade auch die Wünsche der jungen Leute. Und jetzt muss man gucken, wie man das Ganze auch umsetzen kann, beziehungsweise wie man das weiter transportieren kann auf Landkreisebene, weil wir als Stadt ja nun unmittelbar nicht dafür zuständig sind. Ja, danke Maximilian. Was mich so beeindruckt hat, ist A, die Frage Demokratiewerkstatt, die Vielfältigkeit der Teilnehmer, also die Anzahl. Das hat mich beeindruckt. Zweitens hat mich beeindruckt, dass sich die Jugend im ländlichen Raum auch mit ihrer Zukunft im ländlichen Raum befasst. Nämlich wenn man eine Infrastruktur 20 Jahre weiter betrachtet und dem Aspekt demografischer Wandel, Daseinsvorsorge, da wird einem ja heute suggeriert, dass es dunkel in einem ländlichen Raum aussehen mag. Und das ist eine Botschaft, die ich einfach so mitnehme. Mitnichten ist es so, sondern die Menschen, die im ländlichen Raum geboren sind, erwarten es und wollen das auch sicherlich in ihrem Arbeitsleben dann auch vergegenständlichen. Weil das, wenn man es mal profan sagen will, sind die Steuerzahler der Zukunft. Und die müssen dann auch Infrastruktur erhalten. Das ist eine gute Botschaft, die ich mitnehme. Die praktischen Hinweise, die gekommen sind, werden wir natürlich mit den entsprechenden Zuständigen, wurde Maximilian den Landkreis angesprochen, ja, dann gibt es aber auch einen Herrn Liebert, der bei uns für den Bereich Wirtschaft zuständig ist, sehr schätze und auch seine Kompetenz sehr schätze und der ist auch sehr offen mit dem einen oder anderen Thema umgeht. Bedanken möchte ich mich bei den Organisatoren, weil Demokratiewerkstatt heißt ja im übertragenen Sinne Werkstatt. Ja, wir entwickeln etwas, aber man sollte nicht unterschätzen, dass Demokratie manchmal auch eine Werkstatt nötig hat, damit die, die die demokratischen Spielregeln für sich anwenden, das ist ja nun mal Politik, in der Diskussion um Zukunft und deren Auseinandersetzung darum, das als gute Botschaft mitnehmen und das freut mich und die nehme ich gerne mit. Wenn andere das mal hören wollen, wie sich hier unsere Jugend mit ihrer Zukunft im ländlichen Raum beschäftigt, sollen wir mal hier daran teilnehmen. Dann haben der eine oder andere Landes- und Bundespolitiker vielleicht auch einen ganz anderen Eindruck, was Infrastruktur auch im Dasein so mit sich bringt. Und dann kann man auch mal eine Minute länger an der Haltestelle im Regen stehen. Danke, danke an diejenigen, die das hier das 12. Mal organisieren. Und wir als Stadt, Maximilian, um das nochmal zu sagen, so ein Jugendbeauftragter kommt ja auch nicht von ungefähr, dass man auch einen Übersetzer, jemand, der dieses Thema im politischen Raum der Stadt Wittstock immer wieder aktuell in den Ausschüssen hält, halte ich für wichtig, damit man auch merkt, dass die jungen Menschen auch gerne in Barbitz, Freienstein, Wulbersdorf leben und manchmal auch mit Mühe dahin kommen. Danke. Ja, danke. Danke. Nicht erfüllt. Ja.